Hallo, herzlich willkommen zu unserem Deutschprogramm Aussichten. Merhaba, Almanca programımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde de yeni konularımız var. Her bölümde olduğu gibi film karakterlerimiz ders konularımızı bize canlandıracaklar. Şimdiye kadar hikayemizde yaşananları kısaca bir hatırlayalım önce. Murat, Zuzi'nin hamile olduğunu öğrenince sevinçten bayılır. Murat, hast du gehört? Wir bekommen ein Baby. Düşerken kafasını yere çarpar ve kafası hafif kanar. Blut. Zuzi hamileliğinden dolayı kilo aldığı için aç insanları düşünür ve çalışanlarını hafta sonu bir yardım kampanyası yapmaya ikna eder. Und Murat könnte als Clown in einem Krankenhaus auftreten, damit die kranken Kinder ein bisschen Spaß haben. Ich würde freiwillig und umsonst am Wochenende in einem Obdachlosenheim oder in einem Seniorenheim kochen. Yardım kampanyası hazırlıkları acaba nasıl gidiyor? İzleyelim. Film ab. Wie viele Flugblätter hast du verteilt? Alle. Viele Leute haben gesagt, dass sie viele Sachen nicht mehr brauchen und sie gern spenden. Hier. Diese Schulsachen sind für die Kinder. Und in diesem Karton sind ein paar alte Kleidungsstücke von mir. Diese Hose kann man zum Beispiel gleich wegwerfen. Hey, das war mal meine Lieblingshose. Sie kommt nicht in den Müll. Schaut mal, ich habe hier einen alten Lebenslauf von Murat gefunden. Murat war also auf dem Robert-Koch-Gymnasium in Hamburg. Und du, Susi? Ich war auf einer Gesamtschule in Berlin. Ich wollte mein Abitur machen. Aber dann sind wir in die Türkei zurückgekehrt. Ach, auf einer Gesamtschule kann man auch das Abitur machen? Ich habe immer gedacht, das geht nur auf dem Gymnasium, weil nur dieser Schultyp zum Abitur führt. Doch es geht. In dieser Schule hängt es von deinen Abschlussnoten ab. Sag mal, Murat, was sollen die armen Obdachlosen mit deinem Lebenslauf machen? Oh, keine Ahnung, wie dieser Lebenslauf da gelandet ist. Oh, bei Familienstand steht ledig. Aber du bist doch verheiratet. Damals war ich ledig. Ich hatte gerade mein Studium beendet und eine Stelle als Deutschlehrer gesucht. Ja, und dann hast du hier an der Anadolu-Universität eine Stelle als Lektor gefunden. Und hast hier, in dieser Cafeteria, Susi kennengelernt. Richtig. Und diese schöne Frau wollte unbedingt diesen gut aussehenden Mann heiraten. Demonstrativartikel, yani gösterme adılarının çekimi ismin belirli tanımlığına göre belirlenir. Die Schule, diese Schule. Das Kind, dieses Kind. Der Mann, dieser Mann. Die Frauen, diese Frauen. Bu örneklerde de gördüğümüz gibi belirli tanımlık yerine ya da ismin yerine de kullanılabilirler. Ayrıca birlikte kullanıldıkları ismi vurgularlar. Şimdi sahnemizden birkaç örnek izliyoruz. Hier. Diese Schulsachen sind für die Kinder. Und in diesem Karton sind ein paar alte Kleidungsstücke von mir. Diese Hose kann man zum Beispiel gleich wegwerfen. Murat bu okul eşyaları çocuklar için diyor ve söz konusu eşyaları diese Sachen diyerek vurguluyor. Bu kartonun içinde de benim birkaç eski kıyafetim var diye ekliyor.
und in diesem Karton sind ein paar alte Kleidungsstücke von mir. Buradaki gösterme adalı datif halini alır. Neyin içinde? Bu kartonun içinde. In diesem Karton. Birkaç örnek daha izliyoruz. Ich habe immer gedacht, das geht nur auf dem Gymnasium, weil nur dieser Schultyp zum Abitur führt. In dieser Schule hängt es von deinen Abschlussnoten ab. Sandra'nın kullandığı gösterme adalı nominativ haldedir. Weil nur dieser Schultyp zum Abitur führt. Çünkü sadece bu okul tipi abitura götürür. Suzy'nin örneğinde ise datif olarak yer alır. Bu okulda bu senin başarı notlarına bağlıdır. In dieser Schule hängt es von deinen Abschlussnoten ab. Son olarak bir de Murat'ın Suzy'ye takılarak söylediği ve bu güzel kadın illa bu yakışıklı adamla evlenmek istiyordu örneğini izleyelim. Und diese schöne Frau wollte unbedingt diesen gut aussehenden Mann heiraten. Şimdi sıra sizde. Lütfen boşlukları uygun gösterme adıllarıyla doldurun. Die Schule. In kann man Deutsch lernen. In dieser Schule kann man Deutsch lernen. Die Prüfung ist sehr schwer. Diese Prüfung ist sehr schwer. Das Haus. Meinst du? Meinst du dieses Haus? Der Stuhl. Woher kommt? Woher kommt dieser Stuhl? Die Kleider sind sehr teuer. Diese Kleider sind sehr teuer. Das Auto. Ich fahre gerne mit. Ich fahre gerne mit diesem Auto. Der Fernseher. Er möchte lieber kaufen. Er möchte lieber diesen Fernseher kaufen. Wunderbar. Diese Übung war nicht einfach. Şimdi hikayemize geri dönüyoruz. Ve wenn bağlacıyla kurulan tümcelere dikkat ediyoruz. Film ab. Du wolltest heiraten. Nein, du. Wir können uns auch scheiden lassen, wenn du willst. Du hast zuerst vom Heiraten gesprochen. Murat, gerçekten saçmalıyorsun. Ah! Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass er Unsinn redet. Wenn sie schimpft, spricht sie nie Deutsch. Sie benutzt immer ihre Muttersprache. Wenn du mich nicht ärgerst, dann schimpfe ich auch nicht. Schimpfst du auch auf Türkisch, wenn du wütend bist? Nein. Ich verwechsle manchmal eine Sprache mit der anderen, wenn ich in einer Stresssituation bin. Sandra, du kannst doch bestimmt inzwischen sehr gut Türkisch sprechen. Verwechselst du manchmal auch die Sprachen? Nein, aber wenn mir manchmal die türkischen Wörter fehlen, dann sage ich es auf Deutsch und umgekehrt. Ich finde es toll, mehrere Sprachen sprechen zu können. In welcher Sprache wollt ihr mit eurem Kind sprechen? Deutsch. Türkisch. Türkisch kann das Kind überall lernen. Wo soll es aber Deutsch lernen, wenn wir beide Türkisch mit dem Kind sprechen? Stimmt. Wir reden darüber, wann es soweit ist. Okay. Kommt. Wir gehen raus. Die Leute kommen gleich. Mhm. Hikayemize devam etmeden önce kısaca wenn bağlacından bahsedelim. Wenn bağlacı Almanca'da eğer anlamında kullanılır. Wenn bağlaçlı tümcelerin bir eylem ile bittiğini fark etmişsinizdir. Şimdi sahnemizden bir örnek izleyelim. Wir können uns auch scheiden lassen, wenn du willst.
Tümce wenn bağlacı ile başladığında tümcenin sonunda virgül kullanılır ve ana tümce eklenir. Bu durumda bazen dann yani o zaman, o halde sözcüğü eklenir. Sahnemizden birkaç örnek izleyelim. Wenn sie schimpft, spricht sie nie Deutsch. Wenn du mich nicht ärgerst, dann schimpfe ich auch nicht. O kızdığı zaman hiç Almanca konuşmaz, dedi Murat. Wenn sie schimpft, spricht sie nie Deutsch. Susi, eğer sen bana sataşmazsan, ben de o zaman kızmam, diye cevap veriyor. Wenn du mich nicht ärgerst, dann schimpfe ich auch nicht. Birkaç örnek daha izliyoruz. Schimpfst du auch auf Türkisch, wenn du wütend bist? Nein, ich verwechsle manchmal eine Sprache mit der anderen, wenn ich in einer Stresssituation bin. Peter Aysel'e sinirlenince sen de mi Türkçe kızarsın diye soruyor. Aysel de hayır, eğer stresli bir durumdaysam bazen iki dili birbirine karıştırırım diye cevap veriyor. Peter aynı soruyu Sandra'ya da soruyor. Nein, aber wenn mir manchmal die türkischen Wörter fehlen, dann sage ich es auf Deutsch und umgekehrt. Şimdi sizlerle biraz alıştırma yapalım. Şimdi sıra sizde. Wann gehen Sie spazieren? Ich gehe spazieren. Das Wetter schön. Sein. Ich gehe spazieren, wenn das Wetter schön ist. Wann schlafen Sie? Ich müde. Sein. Dann schlafe ich. Wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Wann tanzt ihr? Wir tanzen. Wir fröhlich. Sein. Wir tanzen, wenn wir fröhlich sind. Wann gehen Sie ins Kino? Ich Zeit haben. Wenn ich Zeit habe. Wann lernen Sie Deutsch? Ich. Perfekt. Machen wir jetzt weiter mit unserer Geschichte. Film ab. Lecker. Wolltest du schon immer Koch werden? Ja, aber mein Vater wollte, dass ich Bauingenieur werde. Und wie hast du ihn überzeugt, dass du lieber Koch werden möchtest? Ich habe ihm etwas gekocht. Und meine Eltern wollten, dass ich Rechtsanwältin werde. Und wie hast du sie überzeugt? Gar nicht. Irgendwann werde ich eine große Regisseurin und dann sind sie stolz auf mich. Und du? Meine Eltern haben mir die freie Wahl gelassen. Also habe ich mich für Tourismus entschieden. Ich werde die beste Reiseveranstalterin der Welt. Und du, Murat? Wolltest du schon immer Deutschlehrer werden? Nein, eigentlich wollte ich Arzt werden. Aber dann habe ich es mir einfach anders überlegt. Ich wollte dann doch lieber Lehrer werden. Und ich wollte immer Mutter werden. Und du wirst es auch bald. Und ich werde Papa. Şimdi biraz werden eyleminden bahsedelim. Türkçe'de geleceğe yönelik olmak anlamına gelir. Yine hikayemizden birkaç örnek izleyelim. Wolltest du schon immer Koch werden? Sandra, Peter'a hep aşçı mı olmak istemiştin diye soruyor. Peter da, evet ama babam inşaat mühendisi olmamı istiyordu diye yanıtlıyor. İzleyelim. Ja, aber mein Vater wollte, dass ich Bauingenieur werde. Und wie hast du ihn überzeugt, dass du lieber Koch werden möchtest?
Irgendwann werde ich eine große Regisseurin und dann sind sie stolz auf mich. Sandra Peter'ya babası için onu aşçı olmak istediğine dair nasıl ikna etsin diye soruyor. Aysel de bir gün büyük bir yönetmen olacağını ve ailesinin onunla gurur duyacağını söylüyor. Wolltest du schon immer Deutschlehrer werden? Nein, eigentlich wollte ich Arzt werden. Evet, Murat aslında doktor olmak istiyormuş. Ich wollte immer Mutter werden. Und du wirst es auch bald. Und ich werde Papa. Suzi, ben her zaman anne olmak istemişimdir, diyor. Ve Murat, yakında olacaksın ve ben de baba olacağım, diyor. Şimdi sıra sizde. Was wollte Murat werden? Er wollte Arzt. Er wollte Arzt werden. Was wollten Aysels Eltern? Aysels Eltern wollten, dass sie Rechtsanwältin. Aysels Eltern wollten, dass sie Rechtsanwältin wird. Was wollten Sie als Kind werden? Ich wollte Polizist, Polizistin, Architekt, Architektin. Ich wollte werden. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit werden und konjugieren Sie dabei das Verb. Was wird Susi bald? Susi bald Mutter. Susi wird bald Mutter. Ich Pilot. Ich werde Pilot. Du Koch. Wirst du Koch? Sie alle Schiffsbauer. Sie werden alle Schiffsbauer. Sehr gut. Maalesef yine zamanımız doldu. Şimdi bugünkü bölümü tekrar kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Tschüss. Auf Wiedersehen. Film ab. Wie viele Flugblätter hast du verteilt? Alle. Viele Leute haben gesagt, dass sie viele Sachen nicht mehr brauchen und sie gern spenden. Hier. Diese Schulsachen sind für die Kinder. Und in diesem Karton sind ein paar alte Kleidungsstücke von mir. Diese Hose kann man zum Beispiel gleich wegwerfen. Hey, das war mal meine Lieblingshose. Sie kommt nicht in den Müll. Schaut mal, ich habe hier einen alten Lebenslauf von Murat gefunden. Murat war also auf dem Robert-Koch-Gymnasium in Hamburg. Und du, Susi? Ich war auf einer Gesamtschule in Berlin. Ich wollte mein Abitur machen. Aber dann sind wir in die Türkei zurückgekehrt. Ach, auf einer Gesamtschule kann man auch das Abitur machen? Ich habe immer gedacht, das geht nur auf dem Gymnasium, weil nur dieser Schultyp zum Abitur führt. Doch es geht. In dieser Schule hängt es von deinen Abschlussnoten ab. Sag mal, Murat, was sollen die armen Obdachlosen mit deinem Lebenslauf machen? Oh, keine Ahnung, wie dieser Lebenslauf da gelandet ist. Oh, bei Familienstand steht ledig. Aber du bist doch verheiratet. Damals war ich ledig. Ich hatte gerade mein Studium beendet und eine Stelle als Deutschlehrer gesucht.
Ja, und dann hast du hier an der Anadolu-Universität eine Stelle als Lektor gefunden. Und hast hier in dieser Cafeteria Susi kennengelernt. Richtig. Und diese schöne Frau wollte unbedingt diesen gut aussehenden Mann heiraten. Du wolltest heiraten. Nein, du. Wir können uns auch scheiden lassen, wenn du willst. Du hast zuerst vom Heiraten gesprochen. Murat, gerçek de saçmalıyorsun. Ah! Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass er Unsinn redet. Wenn sie schimpft, spricht sie nie Deutsch. Sie benutzt immer ihre Muttersprache. Wenn du mich nicht ärgerst, dann schimpfe ich auch nicht. Schimpfst du auch auf Türkisch, wenn du wütend bist? Nein, ich verwechsle manchmal eine Sprache mit der anderen, wenn ich in einer Stresssituation bin. Sandra, du kannst doch bestimmt inzwischen sehr gut Türkisch sprechen. Verwechselst du manchmal auch die Sprachen? Nein, aber wenn mir manchmal die türkischen Wörter fehlen, dann sage ich es auf Deutsch und umgekehrt. Ich finde es toll, mehrere Sprachen sprechen zu können. In welcher Sprache wollt ihr mit eurem Kind sprechen? Deutsch. Türkisch. Türkisch kann das Kind überall lernen. Wo soll es aber Deutsch lernen, wenn wir beide Türkisch mit dem Kind sprechen? Stimmt. Wir reden darüber, wann es soweit ist. Okay. Kommt, wir gehen raus, die Leute kommen gleich. Mhm. Lecker. Wolltest du schon immer Koch werden? Ja, aber mein Vater wollte, dass ich Bauingenieur werde. Und wie hast du ihn überzeugt, dass du lieber Koch werden möchtest? Ich habe ihm etwas gekocht. Und meine Eltern wollten, dass ich Rechtsanwältin werde. Und wie hast du sie überzeugt? Gar nicht. Irgendwann werde ich eine große Regisseurin und dann sind sie stolz auf mich. Und du? Meine Eltern haben mir die freie Wahl gelassen. Also habe ich mich für Tourismus entschieden. Ich werde die beste Reiseveranstalterin der Welt. Und du, Murat? Wolltest du schon immer Deutschlehrer werden? Nein, eigentlich wollte ich Arzt werden. Aber dann habe ich es mir einfach anders überlegt. Ich wollte dann doch lieber Lehrer werden. Und ich wollte immer Mutter werden. Und du wirst es auch bald. Und ich werde Papa.